Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist dringend erforderlich, dass das Berliner Landespflegegeldgesetz jetzt angepasst wird. Alleine die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade durch das zweite Pflegestärkungsgesetz macht eine Novellierung auch notwendig. Da die bundesrechtliche Änderungen zum 01.01.2017 schon in Kraft treten, sollte das Abgeordnetenhaus noch in dieser laufenden Legislaturperiode die erforderlichen Änderungen vornehmen. Ansonsten ist es mit der Wahl und der Konstitution eines neuen Parlaments zeitlich kaum zu schaffen. Also ich glaube nicht, dass Ihr Vorschlag, Frau Radziwill, deshalb dass man ihn annehmen kann. Senator Chaya, Sie haben vorgestern die Anpassung des Berliner Landespflegegeldgesetzes an das Pflegestärkungsgesetz angekündigt. Zu spät finde ich das. Wieder einmal haben wir kaum Zeit für eine gründliche Diskussion über diese wichtige Gesetzesänderung. Dennoch sollen wir jetzt die Chance nutzen, die anstehende Novellierung des Gesetzes auf den Weg zu bringen und wichtige, notwendige Änderungen an Begrifflichkeiten, Herr Spies hat es ja schon gesagt, aber auch an Leistungsberechtigten vorzunehmen. Das betrifft zu einem die neue Zuordnung der Pflegegrade nach dem Pflegestärkungsgesetz II und die Anpassung der Formel, auf dessen Grundlage die Leistungen berechnet werden. Ja, wichtig außerdem ist, dass die Definition der Unterstützungsempfänger um die Taubblinden ergänzt wird. In der Definition der Hilfeempfänger sind taubblinde Menschen aber nur integriert, wenn sie bereits vor Geburt an bzw. bis zum 7. Lebensjahr ihr Gehör verloren haben. Menschen, die im späteren Alter ihr Gehör verlieren, sind von Leistungen ausgeschlossen. Also das ist absurd und auch irgendwie nicht gerechtfertigt. Meine Damen und Herren, der Antrag der Piraten greift somit ein richtiges Thema auf. Apropos sind das auch original die Vorschläge des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereines. Senator Chaya, Sie haben in Ihrem Entwurf diese notwendigen Veränderungen nicht durchgeführt. Und das, obwohl Sie nach unserer Kenntnis auch durchaus Gespräche mit Experten geführt haben und auch in diesen Gesprächen auch signalisiert haben, dass Anpassungen notwendig sind. Warum die Erkenntnisse aus diesen Runden nicht in diesen Gesetzesentwurf eingeflossen sind, das verstehen wir nicht. Also, ich wünsche mir zwar nicht, dass Sie jetzt hier noch reden, aber sowas müssen Sie uns schon erklären. Ja, wir werden diesen Antrag unterstützen, auch wenn es de facto unmöglich ist, ihn sorgfältig zu behandeln und parlamentarisch auch zu Ende zu bringen. Wir sehen ihn aber als Chance, eine notwendige Novellierung mit einer wichtigen Erweiterung der Hilfebedürftigen zu verknüpfen. Auch der Senator und auch die Koalitionsfraktion haben noch eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass ihnen die Menschen hinter den Bedarfsgruppen, über die wir jetzt hier reden, nicht egal sind. Danke.